Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk, Quantum Liberty und dem Beagle. Oi Leute, oi, ich habe jetzt so lange gesucht und hier, diese Wand, an der ich vorbeigegangen bin, dachte mir, was, guckt mich euch an. Mr. Hans wird mich hassen. Ja, und wo ist die Frau jetzt? Hier nicht. Wir bekommen wohl Besuch. Ich hab doch gesagt, dass die Geräusche keine Musik waren. Georgina Zembinski? Wir müssen über Michael Maldonado reden. Diesen Säufer? Wieso das denn? Er meint, er wurde zu einer Aussage gegen seinen Sohn gezwungen. Du sollst sie löschen. Ich soll sie... Dieser feige, verlogene Drecksack. Siehst du? Hab dir gesagt, dem kannst du nicht trauen. Was genau hat er dir erzählt? Du willst Mikes Sohn irgendeine Ganggeschichte anhängen? Anhängen? Bitte. Das hat der Junge ganz allein geschafft. Ist das so? Entführung, Erpressung, Brandstiftung, Überfälle, alles in Erics Strafregister. Der Typ ist klassischer Gangsterabschaum. Er gehört hinter Gitter. Wir haben dafür nur etwas Hilfe gebraucht. Seinem Vater Michael waren die Eddies viel wichtiger als sein unnützer Sohn. Wer ist Hector Sacristan? Einer der Anführer der Valentinos. Drogenmillionär, mehrfacher Mörder. Bin seit 2 Jahren an ihm dran. Eric Maldonado ist mein fehlender Dominostein. Aber dafür muss er im Gefängnis sitzen. Mike behauptet was anderes. Aber sein Wort ist nichts wert. Maldonado ist sein Sohn scheißegal. Er hat bloß Schiss, dass Eric rausfindet, wer ihn verpfiffen hat. Und das kann ich ganz einfach verhindern. Lass hören. Schau dir Michaels Aussage erstmal an. Erfahre die Wahrheit. Die ist ja recht freizügig mit den Infos, Leute. Letzte Frage. Am 16. Mai hat Eric Maldonado Sie in einem Holo-Anruf kontaktiert. In diesem Gespräch erwähnte er, dass Hector Sacristan Marcos Ferreira erschossen hat. Außerdem hat er angeordnet, seine Leiche in die Coronado Bay zu werfen. Können Sie das alles bestätigen? Ja, so war's. Hervorragend, danke. Das war's. Michael hat eiskalt seine Bezahlung für diese Aussage eingesackt. Mhm. Echt geschäftstüchtig. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich kann Michaels Aussage anonym machen. Eric würde nie davon erfahren. Und wenn ich Nein sage? Würde ich dir nicht raten. Das wäre gefährlich für dich. Na gut. Ich trau dir nicht, aber ich trau Mike noch weniger. Erledigt. Die Aussage ist anonym und dein Kunde kann sich beruhigen. Ah, na gut. So gewinnt jeder. Außer natürlich Eric. Solange mein Kunde glücklich ist. Okay, Mr. Hans, es tut mir unglaublich leid, was da so passiert ist. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Oh, ich dachte, ich hätte die Fensterscheibe hier kaputt geschlagen. Habe ich anscheinend nicht. Fick der Scheiße! Ups, wo kommt ihr denn her? Ich fahre die großen Geschütze auf! Ja, macht mal, ich will hier nur raus. Hallo, fick die treffen Arschloch. Mich überhaupt nicht. Wow, 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 wow. Kurt Hansen ist tot. Ich wiederhole. Kurt Hansen ist tot. Das... Wie?
Na, wie lief's? Kann ich endlich wieder ruhig schlafen? Die Staatsanwältin sagt, dein Name wurde aus der Aussage gelöscht. Hä? Wie jetzt? Die ganze Aussage sollte doch weg. Die Eddies kannst du vergessen. Das war so nicht abgemacht. Wir wissen beide, dass dir die Kohle eh nicht gehört, Mikey. Was? Was hat die Bitch denn gesagt? Alles und mehr. Keine Sorge. Ich kann Geheimnisse für mich behalten. Aber mein Schweigen ist alles andere als billig. Halt's Maul und bezahl. Deine Fresse kotzt mich an. Geh jetzt einfach. Wow, seine Vaterliebe kennt ja keine Grenzen. Es tut mir so leid, Mr. Hans. Ich hab's nicht böse gemeint. Können Sie mir nochmal verzeihen? Der ist bestimmt total sauer auf mich. Ich habe eben mit Mr. Maldonado telefoniert. Ja? Er war ganz und gar nicht zufrieden. Ja, ich weiß. Außerdem hast du eine Schießerei im Club angefangen. Naja. Ich wollte dir ja einen Bonus zahlen, aber jetzt brauche ich die Eddies, um Hansens Leute zu besänftigen. Ist okay. Du solltest deine Emotionen im Griff haben, Vee. Ja, ich weiß. Vergiss das nicht. Aber ich bin eh nicht auf Geld angewiesen, also ist mir das egal. Dann habe ich halt nur 4000 gekriegt. So, dann machen wir noch die letzte Hands-Aufgabe. Ich muss aber sagen, wie gesagt, also die Aufgaben hier sind weniger wie Aufträge, sondern wirklich wie Nebenquests. Sehr cool. Hier im Stadion sind sie schon wieder flugs dabei, ne? Dafür, dass ich ja alles lahmgelegt habe, dass ich ja alles erledigt habe. Navi? Steht dir der Sinn nach einer guten Tat und ein paar schnell verdienten Eddies? Vielleicht. Mehr als du sonst verdienst? Heißes Blei im Bauch? Vielleicht. Eine Terrororganisation, Crimson Harvest, will eine Bombe im Biotechnica HQ in Berlin hochgehen lassen. Das weiß ich, weil Nell Springer, die Klientin, zu ihnen gehört. Du sollst den Plan vereiteln. Interessiert? Siehe Details im Okay. Na gut. Plops. Nee, ich bin falsch gelaufen. Hey, hab was gar nicht geschlafen. Da hinten. Sieht aus, als bleibe ich ins Doppelstand. Mel Springer? Fragt wer? Ich bin Vee. Mein Fixer schickt mich. Ist dir niemand gefolgt? Ich kenne mich in meinem Job aus. Danke. Aber du kennst Crimson Harvest nicht. Die sind überall und nirgends. Ach. Hat Hans dich schon ausreichend informiert? Keine Ahnung. Er meint, du willst deine Terror-Chums verraten, ihre bösen Pläne vereiteln und die Welt retten. Verdammt nochmal! Wir sind keine Terroristen. Aber? Hast du überhaupt eine Ahnung, wofür Crimson Harvest steht? Wir wollen dem Hunger ein Ende setzen, okay? Legt ihr nicht Bomben? Begeht Massenmord? Unsere Leute haben das Herz am rechten Fleck. Ihr Konzernhass blendet sie. Johnny steht da hinten rum, auch interessant. Dachte nicht, dass wir töten würden. Was sie von mir verlangt haben... Ich war so naiv. Wahrscheinlich dachte sie, sie würde Unterschriften sammeln und Protestschildchen basteln. Naiv? Untertreibung des Jahrhunderts. Erspar mir das Gerede. Du sollst hier nicht meine Memoiren schreiben. Hier. Lass uns mal zur Sache kommen. Was ist auf dem Splitter? Eins nach dem anderen, okay? Crimson Harvest hat eine Netbombe von Hansen gekauft. Sie wollen sie nach Europa schicken. Zur Biotechnica-Zentrale in Berlin. Du musst das verhindern. Was soll ich tun?
Im Westteil des Stadions war mal ein Zentrum für Sporttherapie. Dann hat Hansen eine Waffenfabrik draus gemacht. Merk dir den Zugangscode. 1701. Es gibt Fließbänder, Lagerhäuser, das ganze Zeug. Was du suchst, ist in einem Labor in der alten Schwimmhalle. Da ist die Bombe. Finde sie und lade das Programm vom Splitter hoch. Wenn die Bombe dann in Berlin hochgeht, wird der Virus neutralisiert. Er kann sich nicht mehr ausbreiten. Gib mir den Splitter danach wieder. Soll das ein Souvenir werden? Reine Vorsichtsmaßnahme. Wenn Crimson Harvest den in die Finger kriegt, war's das für mich. Ist es das Risiko wert? Ein Fehlschlag wird deine Mitfanatiker nicht aufhalten. Im Gegenteil. Vielleicht mache ich das ja für mich. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Nur die Zukunft verändern. Und zwar jetzt. Ich habe zu lang Däumchen gedreht und meine Taten bereut. Damit ist Schluss. Dann leg ich wohl mal los. Ich zähle auf dich, wie. Dann wollen wir mal. Und du, Johnny, hast du irgendwas zu sagen? Nein. Also ich muss sagen, Mr. Hans Wood hat sich ja doch ein bisschen an Grenzen gehalten, dafür, dass ich eben da den halben Laden auseinandergenommen habe. Was mit Credit? Gut. So. Ich weiß, es war keine Absicht. Ich hab's einfach vergessen. Hey, wie läuft das Geschäft? Was macht dein Bruder da? Oh. Also, wir haben... 1... 7 0 1 Zugriff gewährt. Davon gibt's nur 3 in der ganzen Stadt. Nur ein totaler Vollspann. Ist er schon aus der Stadt raus, bevor sie was machen? Sag mal, wie aufmerksam sind die? Wir haben Leichen geschleppt. Ach komm, ist egal. Komm, lass uns kämpfen! Geh in den Nachbarn! Zack! Johnnys Waffe einfach mega geil. Wo bist du denn, du Lemurensohn? Das sieht verdammt übel aus! Was du nicht sagst, Kumpel, was du nicht sagst. Aufzug, Aufzug. In der Brut. Ah. Ich habe die Hälfte schon umgebracht, also das Augen auf schon. Okay. Das ging schnell, Leute. Bist du fällig? Ich müsste die locker treffen, Leute. Ich mach die Schlacht. Ja? Ohne Kopf redet sich echt schlecht, ich weiß. Oh, hi. Ah, was? Was, 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 was? Wo? Tischchen. Oh Gott, nein. Danke. Au. So.
So, ist das hier der Tisch? Kein Tisch. Ha. Beweise. Ich greife von der Seite an. Yes! Erledigt. So ist die Waffe. Nichts für mich, ja? Gar nichts! Kümmert euch nicht um mich. Splitter. Ah, wo könnte denn der? Vielleicht oben? Das könnte oben sein, dass es war. Wo ist die Missgeburt? Ich bin keine Missgeburt. Die sind aber alle ganz schön unhöflich, ne? Ich hätte mir den Tisch genauer angucken sollen in den Nachrichten von ihr. Naja, ich werde es schon finden. Aber wo? Oh, das ist nichts. Ich verstecke mich nicht, ich suche. Zwischen Verstecken und Suchen sind himmelweite Unterschiede, ja? Warte mal. Was hat mich denn hier jetzt erwischt? Ich hätte mir echt angucken sollen, wo das ist, ehrlich. Aber es könnte hier sein. Hier könnte gar nicht verkehrt sein. Weil hier bin ich reingekommen, also... Eventuell auch nicht. Boah, beleidigt mich doch nicht, ihr Lemurensöhnchens. Also wo ist denn jetzt die scheiß Bombe? Okay. Ach, falsch. Bist du die Bombe? Nein. Wo ist die Bombe hin? Also man sollte meinen, so eine Bombe ist jetzt nicht so leicht zu verfehlen, aber offensichtlich anscheinend schon. Ah, oh, wir spielen ein Spiel, Leute. Hier irgendwo Bombe? Hier? Das stimmt nur rein. Was auch immer. Ja klar, und der Nikolaus kommt auch noch. So, das hätten wir. Wo ist denn die Bombe jetzt? Ey, Dude, wo ist die Bombe? Sag's mir. Okay, was haben wir denn hier? Terroristen mit Gewissen sind schlimmer als Konzerne. Nur, dass Terroristen sich nicht zu fein für die Drecksarbeit sind. Aha. Du wirfst Nell vor, dass sie Unschuldige retten wollte? Dass sie ein Gewissen hat? Wenn du den Konzernen den Krieg erklärst, musst du dich auf die verfickten Konsequenzen gefasst machen. Ja, unschuldige Menschen sterben. So ist Krieg. Ein kleiner Stunt im Arasaka Tower ist ein halbes Jahrhundert her.
Tausende Unschuldige tot. Und wofür? Dass der Turm jetzt noch größer ist? Nur die erste Schlacht eines langen Krieges. Rückgratlose Mem wie Nell haben uns ausgebremst. Ich verstehe ihn ja. Für ihn muss es doch sich so anfühlen, als wäre er komplett ohne Grund gestorben. Was? Kommt ihr denn auf einmal her? Ey. Na, wie geht's euch so? Gut? Nicht so gut? Besser? Wo denn jetzt? Oh, diese Karte macht mich irre! Diese Treppe meinten sie, glaube ich. So. Au. Ach. Na gut, von mir aus. Wow. Jetzt macht es mir Schweizer Käse. Er macht es mir Schweizer Käse. Dran gedacht, ich weiß es nicht. Von welchem Weg bin ich denn jetzt abgekommen? Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, wie. Für mich, für Song. Wir hätten ihr helfen können. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der NUSA umgebracht hätte. Ich bin nicht dein Feind. Oder der Feind der NUSA. Ich will einfach überleben. Mit der Strategie? Interessant. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, wie. Warum rufst du mich dann an, wenn alles vorbei ist, Reed? Ist das eine Verhandlungstaktik oder was? Dafür ist es zu spät, Vi. Ich sag nur, dass wir uns bald sehen. Du, Song und ich. Verstanden? Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Wow, danke für die Warnung. Oh, Reed, es tut mir so leid. Du hast die Verantwortung für sie übernommen. Wenn wir euch finden, wenn, nicht falls, geht es nicht mehr um irgendwelche Abmachungen. Boah, das tut mir so leid, Reed. Das tut mir so leid. Ach, ich hab das. Die Bombe. Ist es erledigt? Ich hab sie entschärft. Ja. Schnell, gib mir den Splitter. Ich muss abhauen. Das Auto wurde gehackt. Was ist hier los? Hast du mich verraten? Damit habe ich nichts zu tun. Ned Springer, Sie sind verhaftet wegen Ihrer Beteiligung an dem Anschlag auf das Biotechnica-Labor in Paris vor einem Jahr. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Durch die Bombe starben 32 unschuldige Menschen. Stimmt das? Du hast die Bombe gelegt? Ich schwöre, wie. Ich wusste nicht, dass Zivilisten sterben würden. Raus aus dem Wagen. Hände da, wo ich sie sehe. Raus mit dir. Wie? Bitte. Lass mich nicht zurück. Hört mal, Leute. Ihr habt die Falsche. Nell befolgte nur Befehle. Sie wurde von Terroristen manipuliert. Spar's dir. Die Beweise sprechen für sich. Ihr wollt mich verhaften? Versucht's doch. Feuer frei! Mädchen, reiß dich am Riemen.
Du solltest ziemlich schnell von hier verschwinden. Mädchen, rede schneller. Nein, ich glaube nicht. Danke, Vi. Meinst du, du kannst dir irgendwann vergeben? Weiß nicht. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Du kannst das Ruder noch rumreißen. Das war nur der erste Schritt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Ich danke dir, Vi. Viel Glück noch. Was für eine Verschwendung. Die Kleine hatte durchaus Potenzial. Hätte es weit bringen können. Tragisch, wenn aussichtsreiche Karrieren den Bach untergehen. Ist nicht jeder so wie du, Johnny? So, wie mache ich das jetzt? Warten. Wir warten mal so einen Tag, so ungefähr. So. So, wir warten mal. Ich hoffe, dass Songbird sich dann endlich meldet. Sollte Mr. Hans sich nicht auch noch melden? Wow. Mr. Hansen, ja. Ich werde wegen dir etwas aufräumen müssen. Du hast aber heute mehr Leute gerettet als getötet. Immerhin. Und das Wichtigste, die Klientin ist in Sicherheit. Krass, ne? Dein ich weiß. Geld kommt. Auftrag erledigt. Danke. Drecksarbeit. So, jetzt warten wir. Oh. Bist du bereit? Hab auf dich gewartet. Dann erledigen wir das. Hab uns einen Wagen besorgt. Ich schick dir die Koordinaten. Okay, bis dann. Oh, das ist weit. Ich sehe, dass dir uns sehr wichtig ist, und zwar so sehr, dass mir die Jobs für dich hier in Doktern ausgegangen sind. Ausgezeichnete Arbeit, dafür bist du dir eine Belohnung verdient. Bitte schau mal bei mir vorbei. Nova, ich komme demnächst vorbei. Du weißt ja, wo du mich findest. Bin ich nicht da sogar schon? Warte mal. Last night in Soho? Ist das wirklich? High Ho Silver Lining. Silver Lining. Ich glaube, Silver Lining ist richtig. Also warte mal, hier müsste es doch zu seiner Bar gehen, oder? Bin ich hier falsch? Wartet mal kurz, ich muss einmal überlegen. Ich muss wohin, genau. In diese Bar muss ich hin. Ich gehe sofort zu Songbird. Wir schaffen das diese Folge hier eh nicht mehr. Also holen wir uns lieber die Belohnung von Hans ab. Und nächste Folge gehen wir mal sehen, was Songbird von uns möchte. Reed hat sich also freiwillig bei uns gemeldet. Okay. Ich glaube, dass wir noch nicht ganz bei ihm raus sind. Es klang zumindest so. Das gibt mir die Hoffnung, dass ich vielleicht noch was gut machen kann. Und er hat mir gesagt, ich habe die Verantwortung von Songbird. Wenn Songbird mich am... Also... Ich weiß nicht, warum ich mich so entschieden habe. Frag mich nicht, Leute. Ich vertraue Songbird immer noch nicht. Und ich vertraue Solomon eigentlich viel mehr. Aber... Ich kann es euch noch nicht mal beschreiben, Leute. Ich kann es euch einfach nicht beschreiben, warum ich das getan habe. Ich habe aus dem Bauch heraus gehandelt. Vielleicht war das sau doof, ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Ich habe gehört, Netwatch ist auf der Lauer. Schnüffelt hier rum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Leider ist diese Sache, über die ich nichts weiß, ein Problem für die VDBs. Ein so großes Problem, dass der Stromverbrauch im Bezirk sich halbiert hat. Und die Probleme der Voodoos bringen dich um den Schlaf? Wie selbstlos. Nein, aber ich mag es nicht, wenn der Status quo gestört wird. Jeglicher Anflug von Chaos beunruhigt mich. Ist schlecht fürs Geschäft. Also... Was hast du jetzt für mich?
Wie? Du bist Dorothy. In einem fremden Land musstest du dich vielen Gefahren stellen, um Hansons Smaragdstadt zu erreichen. Was ist denn das für eine Metapher? Worauf willst du hinaus? Ich hab das Ende des gelben Backsteins. Auf ein glückliches Ende. Du hast fleißig für deine Belohnung gearbeitet. Dir deine eigenen Silberschuhe verdient. Es sind rote Schuhe, Kumpel. Es sind rote Schuhe. Du hast echt alle Rollen besetzt. Welche übernimmst du? Die des Erzählers, versteht sich. Überraschung. Nun ja, deine Silberschuhe warten draußen auf dich. Gute Fahrt, wie? Das alles war interessant und ein wenig sonderbar. War es das etwa mit unserer Zusammenarbeit? Wer weiß. Vorerst war es das, ja. Bitte nicht weinen, okay? Und eins noch. Nimm dich in Acht vor Hexen, ob gut oder böse. Bis zum nächsten Mal, wie? Warum kriege ich das Gefühl... Warum kriege ich das Gefühl, dass sogar er mich vor Songbird warnt? Das ist Wahnsinn. Wer soll denn mit der Hexe gemeint sein außer Songbird? Oh, shit, ey. Ich hätte vielleicht einfach nicht auf Songbird setzen sollen. Aber Leute, ich, wie gesagt, es war eine sehr spontane Entscheidung. Das ist meine Karre. Nett. Okay. Naja. Aber so nett die Karre ist, das ist nicht mein Ding. Es ist, bin ich mit der Karre. Ich sollte gucken, wo ich am schnellsten hinkomme, weil das ist sehr weit weg da hinten. Alter, was will sie denn da hinten? Sollte ich mit Songbird? Okay. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache mich noch auf den Weg zum Schnellreisedings der Bümster. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wie vertrauensvoll Songbird ist. Ich tippe darauf, dass ich einen riesen Fehler gemacht habe, aber ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ihr wisst, alles, was ich hier entscheide, das habe ich halt entschieden und das ist dann halt auch so. Aber vielleicht kann ich mich trotzdem noch irgendwie mit Reed gutstellen. Keine Ahnung. Ich halte es nicht für unmöglich, aber... Eventuell ja doch. I don't know. Dann komme ich nicht da hoch. Nein, schade. Oh, da waren Treppen. Ja, gut. Mir tut Reed gerade ein bisschen leid. Eigentlich bin ich doch voll sein Bro und habe es jetzt voll verkackt. Wegen einer spontanen Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber wisst ihr, als ich mich in dem Moment entscheiden musste, ob ich Song wirklich fertig mache und mir... Ich brauchte sie, um da rauszukommen. Ich brauchte sie. Verdammt. Na gut, also wir werden es sehen. Habt einen schönen Tag und haut rein.